ich glaube, ich bin live. Ja, das sieht gut aus. Ich glaube, ich bin live. Und ich höre mich selbst. Das ist per se nichts Schlimmes, aber es nervt ein bisschen. Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich allen, die da sind. Zu diesem wunderbaren, hier in Wensin verregneten Dienstag. Es ist wieder Zeit, Drakensang unsicher zu machen und Nadoret vor allen möglichen Unbill zu beschützen und Freunde zu retten und die Weltherrschaft an sich zu reißen. Nein, Moment, das war nicht das richtige Spiel. Obwohl, man könnte in DSA versuchen, die Weltherrschaft an sich zu reißen. Es könnte funktionieren. Wenn man den richtigen Charakter baut und die richtigen Werte und überhaupt, und hast du nicht gesehen. Naja, auf jeden Fall waren wir letzte Woche stehen geblieben im Jagdrevier. Ich habe eine neue Gegend freigeschaltet, das Jagdrevier, weil ich mit einem hochnüsigen Schnösel im Hafen gesprochen habe, der unbedingt ein Schiff braucht, um dahin zu kommen, wo wir jetzt uns befinden, nämlich das Jagdrevier. Dieses Jagdrevier wird von allerlei Kruppzeug bevölkert, unter anderem natürlich Tiere, die man jagen kann. Aber auch Orks. Und diesen Orks bin ich auch schon begegnet. Ich habe diese Orks dingfest gemacht. Das funktionierte eigentlich ganz gut. Und je näher man dem Lager der Orks kam, desto mehr wurden das, wie das so ist. Hi Jill, schön, dass du da bist. Ich erzähle gerade ein bisschen, was das letzte Mal passiert ist. Und das waren aber leider nicht nur Orks dann zum Schluss, sondern es waren dann auch Oger dabei und das waren dann auch ein paar mehr Oger und die Masse an Orks und Oger hat mich dann K.O. gehauen. Dementsprechend musste ich nochmal neu laden und habe mir überlegt, ich rüste mich noch ein bisschen auf. Ich habe jetzt ein ganz kleines bisschen gerüstet, ich war ein ganz kleines bisschen shoppen, offscreen. Hab die Magierrobe aufgerüstet. Das ist jetzt eine Astralrobe. Die Robe der Astralkraft. Mit Arkanenstickereien verzierte magische Robe aus Taft. Die Robe ist ein hochmagischer Gegenstand, der die astrale Regeneration verstärkt. Astralenergie, Regeneration, plus 1. Wupp, wupp. Ich habe dem kleinen, süßen Quano noch wattierte Beinschienen verpasst, damit er von den blöden Orks nicht immer gegens Knie getreten wird. Und ich habe die Gruppe mit Einbeerensaft und Wundpulver versorgt. Mal gucken, ob das was bringt und ob ich da überhaupt dran denke, dass ich das habe. Ich glaube, das war's auch schon. Nee, ich habe noch ein Rapier gekauft. Mal gucken. Ich habe ja die tollen Daos. Und ich habe jetzt den Quano nochmal ein Rapier verpasst, der ein bisschen besser ist als sein alter Degen. Ich wollte mal ausprobieren, was da jetzt besser funktioniert. Ob der Quano besser im Nahkampf oder im Fernkampf funktioniert. Ja, Dex, ich war shoppen. Guten Abend dir auch. Ja, der hat nichts Neues bekommen. Alles das, was ihm irgendwie noch richtig gut tun würde, kann ich mir gerade nicht leisten. Fyris hat auch nichts Neues bekommen. Das war's letztendlich erstmal an neues Zeug. Und dann habe ich mir eine Taktik überlegt, wie ich den Ogern beikomme. Mal gucken, ob das funktioniert. Wir werden sehen. Ja. Oh, wir können auch einen Schnellreisepunkt nehmen. Wie ist der Ton vom Spiel und von mir? Ist das alles in Ordnung? Wenn nicht, müsst ihr euch melden.
Ich glaube, ich speichere dann noch mal. Wer geht vor? Ja. Da. Lass der das mal vor, Grimma. Der Zwerg geht mal vor. Nee, das ist doch die falsche Richtung vor, Grimm. Du musst doch nach vorne gehen. In den dunkleren Teil des Waldes. Jacob, das sieht nicht nach DSA und Star Wars aus. Also das sieht nach DSA aus, würde ich sagen, weil das ist Drakensang am Fluss der Zeit, ein DSA-Spiel. Und im Anschluss um 20 Uhr gibt es dann Star Wars. Also ja, es ist DSA und Star Wars, nur nicht gleichzeitig. Ja genau, wir haben ja auch heute den 4. Mai, also allen einen fröhlichen Star Wars Tag und May the 4th be with you und so weiter. Hypatia, Nabend. Wo war denn das nochmal? Ah, da hinten bei der Brücke müsste das gewesen sein. Ich glaube, ich gehe doch nochmal. Aha, ah, das sind Wölfe. Den gehen wir, glaube ich, erstmal aus dem Weg. Im Jagdrevier kann man viele Dinge jagen. Und hier auf der Brücke, beziehungsweise jenseits davon, sind die Orks. Da ist eine Falle. Ja. Die kann Kuano entschärfen. Das ist auch gemein hier im Gebüsch. Vielen Dank. Ah, da haben sie uns entdeckt, die Viecher. Okay. Dann fangen wir mal an mit dem Tanz. Erstmal buffen und Elementar rufen. Genau. Ja? Lock die Orks in die Falle. Ah, oh, die habe ich jetzt entschärft. Obwohl, die habe ich noch nicht entschärft. Ja, das könnte ich versuchen. Das ist gar keine so schlechte Idee. Ich bin nicht so die Taktikerin, muss ich gestehen. Ich bin mehr so die Draufhauerin. So. So. Armer Trutz. Ein Ork geht ja noch. War ihr. Okay, da kommt nur einer auf einmal. Ja, wenn das so weitergeht und immer nur einer kommt, ist das ja ganz nett. Nee. Du läufst nicht vor, bitte. Danke. Hm? Uah!
Defensiver Kampfstil wäre vielleicht die Idee. Dum, 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 dum. Warum leuchtet der so blau? Ich will aber. Ich will immer in die erste Reihe. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Ei. Rennt wild im Kreis. Oh, ich muss mir erst mal den Überblick verschaffen. Das hat irgendwie nicht so gut funktioniert. Ich frag mich, ob man das irgendwie ausstellen kann, dass meine Magierin immer nach vorne läuft. Das finde ich gar nicht so gut. Das hat mir meine ganze Taktik gerade kaputt gemacht. Also die bisschen, das bisschen Taktik, was ich mir zurechtgelegt habe. Na gut. Sanyasa! Na? Ja. Ich frage mich, ob ich dem ein besseres Angebot machen kann. Das wäre ja cool, oder? Bei den Charakter-Icons kann ich das einstellen. Ja, da kann ich das direkt einstellen. Das ist ja praktisch. Dankeschön. Aber sowas übersehe ich dann auch immer. Wenn ich euch nicht hätte. So. Konzentration. Ja. Schauen wir mal. Ja. Und du könntest auch mal. Funktioniert das eigentlich? Was? Ich glaube schon, oder? Das sieht eigentlich. Dich doch ein Balsam Salabunde auf dich sprechen. Kleines Elfchen. Nein, das funktioniert nicht. Den Vorgrim jetzt. Ach, der ist umgekippt. Weglaufen funktioniert nicht. Nee, da muss ich das gleich nochmal probieren. Das war das Aus. Wie das Aus? Das geht doch nicht, Vorgrim. So kann die Geschichte nicht enden. Ich wollte nur mal sehen, ob du mir noch richtig zuhörst. Und nochmal versuchen. Das wäre doch gelacht, wenn wir das nicht hinkriegen.
Also mein Plan war eigentlich, dass ich die Orks besiege und dann gucke, dass ich irgendwie den Ogern entkomme. Und dass ich die Oger vielleicht auch so weglocken kann und dann irgendwie einzeln besiegen kann. Dann muss ich mal gucken, ob das funktioniert. Jawohl, wunderbar. Oh, und du auch. Weil das funktioniert nämlich sonst nicht, wenn sie irgendwie alle auf die Feinde zurennen. Ich wollte die eigentlich kommen lassen und dann irgendwie versuchen, die so gut es geht einzeln zu besiegen. Und nicht, dass einer vorrennt. So, dann lasse ich jetzt die Fallen mal. Guck mal, ob das was bringt, dass die da reinlaufen. So. So, und jetzt. Genau, und jetzt einmal. Häuschen. Waffen. Mit STRG, sonst wird das nichts. Ja. So. Armer Trutz. Ja, so doof, wenn die dann selber reinlaufen, ne? So. Da ist einer. Das zwei? Ja. Ja? Achtung! War ihr? Was? Bei Angriff schwarz! Ja. Schauen wir mal. Na, komm schon. Wäre schön, wenn das funktioniert. Ja. Er hat schon eine Wunde. Ja. Mal das Wundpulver, das fände ich ganz gut. Und dann greifst du den danach an. Was? Und du greifst den an und du Kulminatio auf den. Auf den. Nee. So. Da hinten kommen noch mehr. Das sieht doch besser aus diesmal. Ei? Ich denn. Die hat doch auch Wundpulver. Greifen wir Weiche! den an. Und du greifst auch den da an. Ja. Quano ist wieder schwer verletzt. Der ist doch immer schwer verletzt. Da kommen sie.
Knorke Pfeilschafter, steigere mal Selbstbeherrschung und Körperbeherrschung bei Vorgrim. Ach, Selbstbeherrschung und Körperbeherrschung hilft? Ich dachte irgendwie, das ist so Körperkraft und Konstitution. Aber gut. Hypatia, Kuano ist so der Typ Männerschnupfen. Ein Kratzer und er ist fast am Boden. Oh, ja. Schon ein kleines bisschen. Aber er ist auch irgendwie niedlich. Das ist so der Typ Männerschnupfen, dem man gerne eine Hühnersuppe kocht. Tut mir leid, wenn das jetzt alles so ein bisschen länger dauert, aber ich versuche gerade den Überblick zu behalten, mich zu konzentrieren und den Chat zu lesen. Bin nur so bedingt multitaskingfähig, was das angeht. Ja genau, deswegen hält man sich auch einen, weil er niedlich ist. Niedlich, bärtig und männlich. Alles auf einmal. No pressure, Männer, no pressure. Okay, konzentrier dich, Nessie. Jetzt aber wirklich. So, wir sind alle hier vorne. Das ist ja schon mal gut. Nur das Feuerelementar ist da hinten. Ja? Ich habe nur das Gefühl, dass es vielleicht ganz gut ist, wenn wir die Orks erst beseitigen. War ihr! Ha! Quanus mit einem Schlag tot, ne? Das ging schnell. Ha, man kann vor denen weglaufen. Das ist doch irgendwie ganz cool. Jetzt habe ich nur noch 2 Ogre und ich glaube 1,5 Orks. Ja? Armer Kuano. Brabaka steigt spätestens bei niedlich aus. Er ist also nicht niedlich. Kirajan schreibt, welchen aventurischen Persönlichkeiten würdest du denn noch gerne ein Hühnersüppchen kochen? Ach, da gibt es, glaube ich, einige. Ich glaube, also so generell hätte ich auch gerne mal Galotte eine Hühnersuppe gekocht. Also vielleicht hätte er das ganz gut gefunden und hätte ihm ganz gut getan. So eine richtig gute Hühnersuppe von Nessie wäre, glaube ich, vielleicht genau das Richtige gewesen. Ich kann deinen Namen nicht aussprechen. Kirajan. Kirajan ist Tim, oder? Tim, bist du das? Warum heißt du nicht Tim? Dann weiß man wenigstens, wer du bist. Dir würde ich auch jederzeit eine Hühnersuppe kochen, Tim. Du bist auch schon eine aventurische Persönlichkeit. So, jetzt versuchen wir es nochmal.
Da liegen sie, die Zeugen meiner Gewalttaten. Dum, dum, dum. So. Ja? Frischen wir das mal auf. Armer Trutz. Jules. Huhu. Und ein Elementar beschwören, bitte. Nein. So richtig. Ein exischer Name mit F. Exisch. Fachs. Oder so? Incredible Falk. Wo kommen die denn jetzt her? Und warum sind das so viele? Oder sind es nur zwei? Nein, es sind nur zwei. Schön im Gleichschritt. Wum, wum, wum. Die haben ein Elementar getötet. Das ging aber schnell. Ei. Weiche. Ja. So, und noch einer. Ja! Yeah! Oh oh. Schnell! Ganz nach hinten mit dir! Da 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 da. Kann ich bei dem eigentlich? Was war das nochmal? Konstitution? Nein, auch nicht. Ich muss nachgucken. Selbstbeherrschung und Körperbeherrschung, genau. Selbstbeherrschung. Gibt nur Selbstbeherrschung. Vielleicht bringt das ja schon was. So, das sieht jetzt so aus, als wären jetzt tatsächlich nur noch die beiden Oger über. Das könnte ja vielleicht sogar funktionieren. Ei? War ihr? Weiche! Was? Ja. Na? Hm? Au, au, au. Ja? Blitz dich, Find. Ja. Was? Meine Magierin ist auf dem Boden. Die ist auch ganz schön lange auf dem Boden, ne? Na, 6 Sekunden noch, das ist okay. Ja.
Angriff! Na komm. Was? Hat irgendwie was. Oh, wir haben einen erledigt. Nein. Ah, es hat ein bisschen dazu beigetragen, dass das Wundpulver regeneriert. Ah, und jetzt hat... Oh nein, es hat doch gestorben. Verdammt. Was? Hallo. Ei? Das ist doof. Was? Ich möchte das nicht. Danke. Ah, da will ich ins Motion Sickness von. So. Vorgrim. Wo bist du? Liegst du hier irgendwo rum, Vorgrim? Balsam Salabunde. Na? Hypatia, nutzt du eigentlich den Blitzdichtwind? Nein, eigentlich benutze ich den recht selten. Meinst du, den sollte ich mehr benutzen? Also vorhin, genau, vorhin habe ich ihn einmal benutzt, aber eigentlich benutze ich ihn nicht. Ja? Das dann, wenn du danach einen Einbeerensaft nimmst. Was? Keine Munition, das halte ich für ein Gerücht. Aber ich dachte, der Culminatio Kugelblitz gibt Abzüge auf alles außer Tiernahrung. Hattest du mir das nicht neulich mal erzählt? Ja. Mach, lass dich Feires mal ein Blitzdichtfind machen. Was? Ja? Achtung! Blitzdichtfind!
Ei? Weiche! Ich glaube, Ogres sind doch eigentlich resistent gegen gar nichts. Also außer vielleicht gegen an der Kniekehle kitzeln. Was? Was? Ich finde das nicht gut, dass er sich jetzt auf mich stürzt. Ich möchte das nicht. Weiche, toter Stoff. Ja, das ist toll. Das wäre was. Du stirb! Es ist überstanden! Wupp, wupp. Siegertanz! Wie gut, dass ich gerade keine Webcam anhab. Sonst könntet ihr mich sehen, wie ich hier auf und ab wippe und doofe Grimassen schneide. Speichern! Oh, ja. Kuano. Der ist ja wieder Pat-Pat. Ja? Du hältst echt überhaupt nichts aus, Digga. So. Lohnende Beute? Naja. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass da noch mehr kommen, wenn ich die Brücke überquert habe. Ja. Das ging doch jetzt einigermaßen. Ah, ja, da haben sie die Brücke verbaut. Okay. Kommen wir da durch? Ja. Kann man den angreifen, den Baum? Nee, da kommen wir nicht durch. Scheint so. Dann gehen wir mal zurück und berichten dem Vogt, was wir hier gemacht haben. Uah. Schnellreisen sind gruselig. Was ist euer Begehr? Was die Orks angeht. Bitte,
Überrascht mich mit einer guten Nacht. Ich habe noch nicht alle erledigt. Habe ich nicht? Eine schlechte Nachricht. Es wäre ja auch zu schön gewesen. Ich dachte, ich hätte sie alle erledigt. Die Katze macht genau das, was ich auch gerade denke. Miau. Wieso habe ich noch nicht alle Orks erledigt? Ich prangere das an. Also gut. Zurück zur Steinbrücke. Oh, dann gehe ich mal hier einmal rum. Ich meine, da war ich ja auch ein paar. Kann ich hier durchgehen? Ich meine, Brücken haben ja auch immer so ihren Sinn und Zweck. Nee, sieht nicht so aus. Werden die sich wahrscheinlich gleich wieder meine Party beschweren, dass sie nasse Füße bekommen? Pizza-Pirat, preiset Yusufried. Ja, preiset ihn. Ah, da hinten sind noch welche. Komm, Oki, 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 put, put, put. Ob Yusufried wohl gerne Mochis isst? Mochi-Eis. Ich habe noch Mochi-Eis im Kühlschrank. In der Tiefkühltruhe. Oh. Da springt mein Mann gleich auf und holt es mir. Na, wie nett. So. Zwei Orks, haha, ich lache diesen zwei Orks ins Gesicht. Ah, nee, sind vier. Vier Orks, haha. Ei. Achtung. Dankeschön. Vanille-Mochi-Eiscreme. Nom. Tor ist ja gleich tot. Dann kann ich auch den hier nehmen. War ihr? Hm? Ja!
Na? Wir hatten hier gerade voller Hunger aufs Essen. Keine Details mehr über Mochi-Eis. Na gut. Aber nur weil du's bist. Was habt ihr denn bestellt? Was gibt es bei euch Leckeres? So, der traut sich gar nicht ran. Na gut, dann halt aus der Ferne. Ja. Ja? Sanyasa! Stern. Ah, selbstgekocht. Käse, Knoblauch, Brote und Ofengemüse. Das klingt lecker. Ob da hinten wohl noch mehr warten? Bei uns gab es heute auch Pizza. Oh. Ein Oger. Ai? Wa ia! Ja. Nabend alle zusammen, Baba Jack, und dir auch einen Abend. Einen guten Abend. Ja, Till, Ogertoast gibt es noch, aber nicht mehr lange, hoffe ich. Stern! Sind ganz schön hartnäckig, die Biester. Und hässlich. Aber dafür kann er ja nichts. Ich meine, wenn er wenigstens nett wäre. Pizza zählt als Gemüse. Man kann auf Pizza Gemüse machen. Das würde ich jetzt als Gemüse zählen. Also das Gemüse auf der Pizza. Aber Pizza ist Pizza. Irgendwie. Oder sehe ich das zu kleinkariert? Ja. Sollte ich da offener sein? Ja. Bei Angriff Spart! Oh. Ja? Sanyasa! Auf!
Stern. Ja? Haben wir dich bald? Achtung. Ja, irgendwie hat es Kuano diesmal hingekriegt, ja, nicht. Gut gemacht. Ah, jetzt haben wir die Orkenplage. Plage fertig. Ta-da-da-da-da-da. Jetzt nochmal den Siegestanz. Oh yeah. Oh yeah. So reicht auch. So, mein Siegesmochi-Eis. Oh, es ist noch zu tief gefroren. Wenn das so hart ist, kann man das noch nicht so gut essen. Es muss schon weich und wabbelig sein, so dass einem die Eiscreme Mundwinkel runterläuft. Es lohnt sich doch, in diese Baumstümpfe reinzugucken. Oben rechts auf der Karte ist noch was rot. Okay. Also das sind Wölfe. Können wir aber auch gleich mal... Könnten wir eigentlich erstmal speichern. Greifen die mich nicht an? Doch. Ja. Ja. Was? Ja! Armer Trutz. Ja. Ja. Ei. Ja. Uah! Ja. Das war's. Das ging schnell. Gegen so einen Ogre ist so ein Wolf gar nicht mehr so schlimm. So. Jetzt gucke ich mir aber eben doch nochmal die Barriere an, die den Baumstumpf, ob sich der jetzt irgendwie auf magische Weise aufgelöst hat, weil ich jetzt alle Orks und Ogre getötet habe. Ah, Feiris. Iras.
Nicht in die Fallen laufen. Ja? Sich nicht auf magische Weise hier was aufgetan. Hm? Aber wir haben ja was zu berichten. Also zurück zum Jagdsitz. Was ist euer Begehr? Ja. Was die Orks angeht. Bitte. Überrascht mich mit einer guten Nacht. Ich habe irgendwie ein Déjà-vu. Ich habe alle Orks diesseits des Schlagbaums beseitigt. Dies ist nicht wirklich eine gute Nachricht. Denn sie bedeutet, dass ich die Knechte anweisen muss, den Schlagbaum zu entfernen. Wollt ihr das nicht übernehmen und euch das Gejammer anhören? Ja, das dürfte kein Problem sein. Ja, Hypatia, der zweite Vorname von dem Typen ist Marvin, oder? Mhm. Ein bisschen schon, ja. Zum Gruße. Was gibt es? Ein Schlagbaum? Na dann mal los. Hoffentlich sind auch keine Orks mehr in der Nähe. Nein, die habe ich schon beseitigt. Stört mich nicht, ich faulenze. Leider muss ich dich aber stören. Der Vogt verlangt, dass der Schlagbaum an der Steinbrücke entfernt wird. Oh nein, das klingt nach Arbeit. Warum trifft es immer mich? Weil du ein Knecht bist. Du wirst dafür bezahlt. Oh, da ist noch ein Knecht. Ganz schön viele Knechte. Ach nee, das ist der. Der Knecht. Laufen die da jetzt richtig hin? Und ich muss sie begleiten? Nee, oder? Warum nehmen die nicht den Schnellreisepunkt? Ich glaube, ich lass Kuano jetzt doch noch die restlichen Fallen entschärfen irgendwie. Ah, da kommt einer angerannt. Laufen Sie bitte nicht in diese Falle. So, wo ist der andere? Ist er irgendwo stecken geblieben? Ah, faule Socke.
Muss ich den jetzt? Da steht er jetzt wahrscheinlich einfach rum und bohrt sich in der Nase, der faule Schuft. Nein, er geht nur ganz, ganz langsam. Hoffentlich wird der Fluss wieder sicher, jetzt wo Angwart von Hasingen die Zollfeste kommandiert. Kannst du nicht ein bisschen schneller? Hüpf, hüpf, hopp, hopp. Der hat wirklich keine Lust. Bis der angekommen ist, hat der fleißige Knecht schon die ganze Arbeit erledigt. Ist ein Acceleratus oder so. Nee, habe ich nicht. Schade. So, jetzt ist das Mochi-Eis aufgegessen. Lecker. Dumm-di-dumm-di-dumm. Es ist so schön hier, deswegen laufen wir hier ganz langsam. Der ist doch ja der fleißig. Echt jetzt? Da hinten kommt er. Oh mein Gott. Ich sehe ihn am Horizont. Sprich den Fleißigen doch mal an, schreibt Dex. Na gut. Dann mache ich das mal. Meinst du, der hat vielleicht was Interessantes zu erzählen? Einen Schwank aus seiner Jugend.
Ich kann jetzt nicht. Er kann jetzt nicht. Er ist beschäftigt. Also du, ne? Du? Hoffentlich wird der Fluss wieder sicher, jetzt wo Angwart von Hasingen die Zollfeste kommandiert. Oh, er ist da. Oh mein Gott, oh mein Gott. So, nu? Kann man mitmachen oder so? Baum. Ja? Nee. Chocolate Elemental, hallo. So, nu? Hoffentlich wird der Fluss. Ja, das hast du schon gesagt. Ich kann jetzt nicht. Ja, das hast du auch schon gesagt. Muss ich jetzt einfach warten oder kann ich irgendetwas tun? Du musst doch irgendwas tun können. Gib mir eine Peitsche. Schneller, ihr Knechte. Ja, stimmt, ne? Vielleicht hat der depressive Questgeber noch was zu tun. Dann reisen wir doch nochmal zurück. Zum Glück gibt's die Schnellreise. Tada! Ich frag mich, also ich meine, er ist jetzt ja nicht so besonders leicht aufzuregen, aber ich frag mich, ob der sich so ein bisschen immer erschrickt, wenn ich plötzlich neben ihm stehe. Was ist euer Begehr? Wenn ihr unbedingt möchtet, könntet ihr euch einer Rotte Wildschweine annehmen. Wildschweine? Sie tummeln sich südwestlich von hier, ganz in der Nähe. Bitte stellt sie und bringt mir den Kopf des stärksten Keilers. Bitte. Überrascht mich mit einer guten Nacht. Wie ich die Herren kenne, wird das sicherlich eine Weile dauern. Steht euch also derweil die Beine in dem Bauch oder geht einer sinnvollen Tätigkeit eurer Wahl nach, bevor ihr wieder zu mir kommt. Ja, okay. Dann könnten wir ja Wildschweine jagen gehen. Oh, ich habe vergessen, wo waren die nochmal? Ah, egal, die finden wir schon. Ich glaube, die waren hier irgendwo. Wildschweine zum Abendessen. Nom nom nom. Wildschweinbraten. Muss ich immer an Obelix denken. Da sind noch Riesenhirschkäfer. Ah, Wildschweine. Ei. Was?
Ja. Achtung! Ja. Kann man Wildschweine umrennen? Ja. Ei? Im Mittelalter oder irgendwie zumindest gingen die meisten Todesfälle bei der Jagd auf Wildschweinverletzungen zurück. Sanyasa! Das waren doch bestimmt nicht alle, oder? Da gab es doch bestimmt noch mehr. Gut. Wildschweinzähne. Aber sicher. Nee. Keine Wildschweine mehr. Es waren nur zwei. Na dann können wir wieder zurück, würde ich sagen. Quasi in der Verwandtschaft habe ich einen Jäger, der so töricht war, einen angeschossenen Keiler im Jagdrausch ins Maisfeld zu folgen. Oh Gott, und was ist passiert? Klingt nicht so gut. Was ist euer Begehr? Wenn ihr unbedingt möchtet, könntet ihr euch eine Rotte Wildschwein. Hab ich doch. Möge Firun euch auf der Jagd gnädig sein. Achtet darauf, dass ihr in der Wildnis ausreichend ausgerüstet seid. Mhm. Was ist euer Begehr? Bitte. Überrascht, wie ich die Herren kenne, wird das sicherlich eine Weile dauern. Steht euch also, wenn es denn sein muss. Das habe ich ihn alle schon gefragt. Warum hat denn der jetzt ein Fragezeichen? Da ist doch ein Fragezeichen. Nicht irgendwas übersehen? Was ist euer Begehr? Fragen habe ich ihm schon gestellt. Wenn das habe ich ihn schon möchtet, könntet ihr bitte. Was die Orks angeht. Überrascht mich mit einer gut. Wie ich die Herren kenne, wird das sicherlich. Das habe ich ihn auch schon gesagt. Ich bin verwirrt.
Ja, irgendwie, also ich brauche angeblich schon einen Kopf vom fetten Wildschwein. Ja? Aber ich habe... Habe ich den Kopf von dem fetten Wildschwein? Nö. Habe Wildschweinzähne. Er hat hier ein Fragezeichen über den Kopf. Dementsprechend dachte ich, dass er halt auch irgendwie eine Quest für mich hat. Was? Wenn ich die Wildschwein-Quest nicht lösen könnte. Vielleicht muss ich das im... Was ist euer Begehr? Nee. Komisch. Merkwürdig. Eberhard oder Eberhilde? Die knacken so witzig. Oh, ich muss heute übrigens pünktlich Schluss machen, weil gleich im Anschluss, nämlich geht es weiter mit Star Wars Charakterbau für die neue Pen and Paper Kampagne. Also Zeit im Blick behalten. Sonst kriege ich Ärger nachher. Nein, kriege ich nicht. Oder? Eola. Vielleicht gibt es ja doch irgendwo noch Wildschweine, Dachse. Ich habe immer so ein bisschen Skrupel, die Dachse zu töten, aber Weiche. Die Dachse haben keine Chance gegen uns. Ja? Wird gemacht. Wie schön es hier ist. So schön friedlich. Man denkt gar nicht, dass ich hier so ein Gemetzel veranstalte. Dann folgt mir mal. Wildschweine.
Sanyasa! Ja. Hm? Was? Stern. Weiche. Ei. Na? Na? Ist klar? Da hätten ja. wir... Vielleicht waren die das, ich ja? Ich mach das schon. Okay, wenn ich sie heute loote und heute ich sie gleichzeitig. Aber sicher. Jetzt der Obereber dabei? Irgendwie nicht, ne? Noch mehr Wildschweine. Ja, alles klar. Oh, ganz schön viele. Oh, die sind jetzt alle wütend, weil ich ihre Kumpels getötet habe. Achtung! Ha! Ja? Bei Angriff Spart! Was? Haha! Ei! Na? Die Rache der Wildschweine. Heiris ist gestorben. Ja? Das passiert, wenn Mama nicht aufpasst. Bei Angriff Spart! Hm? Hier! Tada! Ja? Dann heil dich mal, armes Elfchen.
Schreiwunden. Und jetzt den Vorgrim bitte. Wunderbar. Ei. Eola. Wird gemacht. Mach das schon. Wird gemacht. Aber sicher. Ich mach das schon. Können wir alles nachher verkaufen. Ich mach das schon. So, ich glaube, ich gehe jetzt zum Schnellreisepunkt. Es geht, glaube ich, dann schneller, weil Schnellreise. Ching. Ich denke immer so, wie dann da so steht, so. Oh, es ist so langweilig. Wo bleiben denn die? Und dann stehe ich plötzlich neben ihnen. So, jetzt aber. Was ist euer Begehr? Da, ich habe mich der Wildschweine angenommen. Hier, der Kopf des Keilers. Nun. Vielleicht wird diese Jagdtrophäe dem Domizil zu einem erträglicheren Anblick verhelfen. Auch wenn ich da noch meine Zweifel habe. Ach ja, ihr wollt ja sicher eure Belohnung. Auf jeden Fall. So, gucken wir mal. Bitte. Über wie ich die Herren kenne, wird das sicherlich eine Weile dauern. Okay, gibt es noch mehr zu tun? Möglicherweise muss ich euch da enttäuschen. Meines Wissens treibt sich zurzeit nur das übliche, ordinäre Getier herum. Knorke, Feilschafter und die ganzen schönen, teuren Kräuter lässt sie stehen. Ja, ich glaube, ich werde mal offscreen mal ein paar Kräuter sammeln, um Geld damit zu verdienen. Aber ich glaube nicht, dass ihr mir dabei zugucken wollt, wie ich die ganze Zeit Kräuter sammle, oder? Wollt ihr sowas sehen? Ich meine, wenn ihr das sehen wollt, dann kann ich das machen. Ich denke mir halt, das kann ich zwischendrin dann mal machen. So zwischen zwei Sessions oder so. Dann, wenn ich das Geld auf der Tasche habe. Dex, Nessie beim Blümchen pflücken. Was ein Glück. Und ich singe beschwingte Lieder. Tralala. Oh, eine Einbeere. Dich nehme ich mit. Wirselkraut, du duftest so gut. Oh, schau, ein Zundertschwamm. Oh, dann gucke ich mal, was die Jungs machen beim Schlagbaum. Baum. Nee.
Tschüss, Chocolate Elemental. Einen schönen Abend noch. Ich kann jetzt nicht. Ja. Hoffentlich. Ja, das wissen wir schon. Jetzt, wo Angwart von Hasingen die Zollfeste kommt. Das heißt, ich habe hier jetzt nichts zu tun, außer auf darauf zu warten, dass die Knechte irgendwas machen. Was? War ich denn hier überall schon? Oh, Gullmond! Wie wunderbar! Komm her, du Gullmond! Oh, schau, dort hinten wachsen Einbeeren! Eorla! Wie wundervoll! Noch mehr Einbeeren! Gut! Und was ist das? Bleichmohn! Bleichmohn! Eorla! Oh! Dieser Bleichmohn möchte von mir nicht gepflückt werden. Dam, 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 dam. Sinnlos durch die Weltgeschichte reisen. Ja, das könnte natürlich sein, dass das klappt. Ich kann doch mal in den, könnte diesen Dachs töten. Der läuft doch schon die ganze Zeit darum, greift mich aber nicht an. Deswegen habe ich es bis jetzt gemieden, ihn zu töten, aber ich tue es Sanyasa. Mal. Ich töte jetzt diesen Dachs. Achtung! Sanyasa! Ein toter Dachs. Ja, ich kann auch noch mal in den Elfenwald. Also um Ardo aufzuwecken, müsste ich jetzt gegen den Xand kämpfen. Und das mache ich Xand, nicht Xand. Jill, und was machst du so? Dachse töten. Cool, Mann. Die Jagd nach, entschuldigt. Ich, was kann ich für euch tun? Wo soll es? Ab in den Elfenwald. Speicher nicht vergessen. Meine Freunde mitnehmen. Was ist? Ja, bitte? Dass ich die immer einzeln bitten muss, mitzukommen. Wie kann ich dir helfen? Als ob das nicht klar ist, dass ich nicht ohne sie gehe. Da gibt es auch noch irgendwie so Gebiet, was ich noch nicht ganz gesehen habe. Ich glaube, das mache ich jetzt mal. Hier. Durch die Gegend laufen und die Karte freilegen. Was soll schon Schlimmes passieren?
Außer, dass ich gegen Sumpfranzen kämpfen muss. Ganz schön viele Kämpfe. Ei. Ja, genau, Knorke Fallschafter. Die geben AP, also drauf da. Das stimmt. Gute, wertvolle Abenteuerpunkte. Was? Komm schon. Ja? Eieiei. Sind das viele? Na? Ei? Weiche! Die sind nicht so schlimm. Die geben auch nicht so super viel Abenteuerpunkte, aber... Kleinvieh macht auch Mist, hat meine Oma immer gesagt. Was war das denn? Eine Trollkröte? Wo ist die denn hergekommen? Die habe ich gar nicht gesehen. War es das? Ja. Eine Trollkröte. Oh, Frischenkel. Vielleicht möchte die der Koch dann ja haben. Nee. So. Nochmal hier. Ein Elementarbeschwören. Hier läuft doch ganz schön viel Zeugs rum. Wo will ich längs? Genau, da will ich längs. Dum, dum, dum. Da war ich noch gar nicht. Morgendorn. Aha. Nun wirbeln all diese Fragen durch euren kleinen Geist. Ja, kann sein. Die Antworten findet ihr in der astralen Matrix des Strauches. Oder lähmt euch die Angst?
Ich habe keine Angst. Eher Interesse. Höchst bemerkenswert für die Wissenschaft. Wer sich an den Dornen des Morgendornstrauches sticht, unterläuft eine sofortige Verwandlung in eine Sumpfranze. Normalerweise dauert die Verwandlung 7 Tage. Dies muss ein besonderes Exemplar sein. Auch ihr scheint ein besonderes Exemplar zu sein. Belesener als die meisten. Aber glaubt nicht, dass ihr mich belehren könnt. Oh doch. Die ohnehin magischen Eigenschaften dieser Pflanze wurden manipuliert, um die Zauberdauer zu verkürzen. Ihr seht hier das Ergebnis wahren Forschergeistes. Ich mag dich nicht. Wie faszinierend. Erzähl doch mehr. Dieser Ort war vor über 1000 Jahren ein Garten. Ein wissenschaftliches Kollektiv pflanzte hier außergewöhnliche Gewächse zum Studium der Botanik und anderer Disziplinen. Aha. Durch den Strauch gibt es hier so viele aggressive Sumpfranzen. Wer weiß, was sie einmal waren? Ich weiß es. Na klar. Und ihr werdet es möglicherweise ebenfalls wissen. Früher oder später. Aber meine Aufmerksamkeit gilt nun Wichtigeren. Arschloch! Arschloch! Das ist so ein arrogantes Arschloch, oder? Also, wir haben noch 18 Minuten Zeit. 18 Minuten, um das Geheimnis des Morgendornstrauchs auszudecken, Archon und Megalon in den Arsch zu treten, die ganzen Sumpfranzen zu töten. Und nein, Spaß. Ja, also bleibt unbedingt am Ball, wenn ihr könnt. Wird bestimmt spannend. Ja. 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 Da hätten wir sie alle erledigt. Wolfsratte, Sumpfranze. Wolfsrattenschwänze. Yay. Verwitterte Inschrift.
Nimm Abstand und lass dich nicht von seiner Schönheit locken. Der Strauch trägt die Lüsternheit der Wildnis in seinem Gifte. Aha. Okay, da steht überall das Gleiche. Ein Weidenkorb. Aha. Ja. In Anbetracht der Tatsache, dass wir ja gleich hier, dass es hier gleich weitergeht, hätte ich jetzt auch vielleicht gesagt, wir machen jetzt hier einfach Schluss. Oh, Moment. Eine große Sumpfranze, mit der man reden kann. Schau mal, die Sumpfranze da. Lass uns näher herangehen. Es sieht nicht so aus, als würde sie uns angreifen. Ach, das mache ich jetzt noch. Das mache ich jetzt noch. Tja, dumm gelaufen was. Och, ist das fies. Keine Sorge, ich werde ein Heilmittel für dich finden. Ja. Tja, das ist schon echt was. Echt gemein mit den Sumpfranzen. Aber wie findet man ein Heilmittel? Ich glaube, diese Frage werden wir uns nächste Woche noch stellen und dann schauen, ob wir die Sumpfranze, die da oben sitzt und mit der man reden kann, also reden, irgendwie reden, heilen können. Und dann geht es nämlich hier gleich im Anschluss weiter mit Star Wars Charakterbau für die neue Star Wars Pen and Paper Kampagne mit Nico und Mairi und anderen Leuten, glaube ich. Ich weiß es nicht genau. Ich wurde nicht genau informiert, aber ich mache trotzdem diese Ab-An-Moderation irgendwie. Also ihr Lieben, habt noch einen wunderschönen Abend. Ich freue mich auf nächste Woche. Ich hoffe, ihr schaut dann wieder rein. Und wir wissen dann mehr, was es angeht mit dem Morgendornstrauch. Nessie, die Anheizerin, ja. Whoop, whoop. Nico, Mairi, whoop, whoop. Nico, Mairi, whoop, whoop. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, Nessie, das Nummerngirl. Ja, ich könnte mir eine Nummer auf ein Schild machen und sie dann in die nicht vorhandene Webcam halten. Also, macht's gut. Tschüss.